Ein cooles Feature an Vector ist, dass man die Datei gleichzeitig von mehreren Computern oder Geräten bearbeiten kann. Ich lege da mal ein paar Figuren an, vielleicht etwa so. Und jetzt kann ich da in den Einstellungen bei diesem Zahnradsymbol diesen Schalter Allow Others to Edit aktivieren. Das heißt, nun können die Personen diese Datei nicht nur anschauen, sondern auch bearbeiten. Und hier habe ich den Link. Übrigens könnte ich auch diesen hier nehmen in der Adresszeile. Ich kopiere den, mache ein neues Inkognito-Fenster auf. Das heißt, da bin ich nicht angemeldet, da werden meine Daten auch nicht gespeichert und so kann ich quasi wie simulieren, als ob ich ein anderer Computer wäre. Und du siehst, jetzt kann diese andere Person noch weitere Figuren reinziehen, kann an gewissen Formen noch arbeiten und diese Änderungen, die werden automatisch übernommen. Wenn ich jetzt also hier wieder etwas reinzeichne, so siehst du das gleichzeitig auch hier erscheinen. Es gibt verschiedene weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Ich kann einen Kommentar machen, zum Beispiel, und so quasi über die gemeinsame Arbeit etwas schreiben. Und du siehst, mittlerweile ist da dieser Kommentar angekommen. Es entsteht also wie ein gemeinsamer Dialog über diese Datei und das ist doch recht praktisch. Nachteil dieser Methode ist natürlich, man kann sich auch gegenseitig reinfunken. Ist also wichtig, dass ihr euch da absprecht und euch nicht gegenseitig das Leben schwer macht. Also du siehst, wenn man etwas löscht, ist es natürlich auf der anderen Seite ebenfalls gelöscht.